Hallo liebe Jagd-Naturfreunde, wie versprochen, ein Update zu den neuen Umbauarbeiten, Endstufe Jagdauto, sage ich mal. Der Raptor hat jetzt gefahren fast 75.000 Kilometer. Vorab einen Ausfall hatte ich und das kann ich euch mal ein bisschen zeigen. Ich habe ein Bild gemacht von diesem kleinen Stecker, der hinten am Hinterdifferential liegt, an der Hinterachse, und der war korrodiert und da ging tatsächlich viele Helferlein am Auto nicht, aber der Ford Onkel hat es repariert. Sonst war nichts an dem Auto. Ich zeige euch aber jetzt, was ich nochmal verändert habe. Also, grundsätzlich seht ihr schon, da ist ein Dachträger drauf. Das Hardtop wurde nochmal gepimpt. Eine Seilwinde ist drin, Doppelbatteriesystem. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Ja? Also, wir fangen mal an mit den Geschichten, die vielleicht am auffälligsten sind. Im Kühlergrill ist eine Leitbar verbaut, und zwar von Steady, die STK, mit E-Prüfzeichen. Und Fernlichtadapter, sprich, die geht nur an, wenn ich das Fernlicht einschalte. Durch die Automatik geht die natürlich aus. Die macht richtig Licht. Da blende ich jetzt mal was ein. Also dieser kleine Anschluss, den ihr hier seht, den habe ich mir anbauen lassen, weil ich ja Probleme mit der Batterie hatte. Ich finde die ein bisschen unterdimensioniert. Und gerade wenn ich die Standheizung laufen lasse und wenn ich Kurzstrecken fahre, dann war die schnell leer gelutscht und dann bin ich stehen geblieben und musste fremdgestaltet werden. Das unterbinde ich, indem ich einfach hier über den Adapter die Batterie laden kann zu Hause. Und es ist ein Schnellladegerät und damit kann ich dann einfach die Batterie zu Hause laden, wenn ich dann nur Kurzstrecke fahre. Ich habe es eben schon gesagt, ich zeige es euch mal. Hier vorne ist die Standheizung verbaut. Da sieht man sie, da unten, da genau. Und die Standheizung ist ein wirkliches Gimmick, gutes Gimmick, gerade im Winter. Der Motor ist schon warm vor der Kurzstrecke, du steigst ins warme Auto ein. Die Scheiben sind frei und der Hund friert nicht, wenn er denn mal länger im Auto sitzen muss bei der Jagd. Und anschalten ist auch relativ easy. Das geht über die App. Und dann kann ich hier einschalten und die Laufzeit bestimmen und auch lüften. Das dazu. Die Batterie, wie gesagt, ich habe da ein kleines Trauma erlitten, weil wenn du einmal eine Batterie leer hast und stehst da, das will ich natürlich nicht haben, wenn ich irgendwo auf Reisen bin. Und deswegen habe ich was Neues eingebaut. Das zeige ich euch mal hier. Das ist die Konsole, die hier verbaut worden ist. Die zeigen wir gleich nochmal in dicht. Ich habe da noch andere Aufnahmen gemacht. Und hier seht ihr bei der Starterbatterie schon, wie viel Strom er hat, und dann bei der Zweitbatterie. Und ich kann hier über die Link-Taste die Zweitbatterie benutzen, um das Fahrzeug zu starten. Und das bedeutet, ich bin autark. Ich kann mich quasi selber retten. Und das ist ja manchmal nicht verkehrt, wenn du im Busch bist. Wo steckt die Batterie? Dafür habe ich im Internet etwas gefunden, und zwar eine Einbaulösung für den Ford Ranger, Raptor auch. Und das Ganze muss auch abgesichert werden mit einer vernünftigen Sicherung. Das hat natürlich eine Fachwerkstatt gemacht, der Ford Onkel, und eine Fachwerkstatt, die haben das hier eingebaut, damit das Fahrzeug nicht abbrennt, wenn es da irgendwo Kurzschlussaktionen gibt. An dieser Zweitbatterie habe ich Sachen verbaut, die auf dem Hardtop oder auf der Ladefläche verbaut sind, und das zeige ich euch jetzt. Das Hardtop kennt ihr ja schon, das habe ich euch schon gezeigt, das ist von Autoranger. Das ist jetzt eine zweite Variante und ich wollte unbedingt einen Dachträger drauf haben. Und den seht ihr jetzt. Zum einen, um zum Beispiel hier mit den Schnellverschlüssen zum Beispiel den Zielstock zu haben. Weil der ist ja relativ lang und den möchte ich nicht immer zusammenbauen bei denen, die es geht, sondern ich möchte den schnell leise im Jagdrevier vom Dach nehmen können. Und das war so meine Idee. Andere Sachen kann man natürlich damit auch transportieren, und zwar eine Leiter oder sperrige Sachen. Das ist ein Rufreck von Rhinorec, hat mir gefallen, weil ich hier etwas gefunden habe, was ich einfach fantastisch fand. Und zwar hat dieses System die Möglichkeit, zum einen mit einem Einschlosssystem, was man gucken kann, alles quasi aufzuschließen. Ich habe also nur noch einen Schlüssel, und dann kann ich hier mit Schnellverschlüssen den Dachgepäckträger in Windeseile, weil der auch nicht schwer ist,
In Windeseile kann ich den selber entfernen. Das zeige ich euch mal gleich. Ich habe da ein paar Videos vorbereitet und dann kannst du das entfernen. Tolle Sache, abschließen. Und so kann ich natürlich weiter in meine Waschanlage fahren. Das ist natürlich großartig, weil so ein Auto putzt man nicht gerne mit Handwäsche. Und hinten am Hardtopper ist ja die Leiter dran, die habe ich euch schon gezeigt. Und hier diese Kanister von Overland mit einer quasi Halterung, die auch abschließbar ist. Und zwei Kanister, die sind für Kraftstoff geeignet. Denkt dran, in Deutschland darf man die außen am Auto nicht anbringen. Hier ist jetzt Wasser drin. Übrigens, diese Schalter hier, diese kleinen, süßen, wenn ihr mal bei Land Rover seid, guckt mal den neuen Defender unten für die Reserveradabdeckung. Das sind dieselben. Und damit geht das Hardtop auf. Und dann zeige ich euch mal den weiteren Umbau hier auf dem Hardtop. Und man sieht schon, als allererstes ist da hinten eine Seilwinde reingekommen. Die Seilwinde kann ich mit der Fernbedienung schalten. Oder hier mit einem Schalter an der Konsole an der Seite, die angebracht worden ist. Ich mache es mal jetzt mit der Fernbedienung. Wem das so lange dauert, die Winde hat natürlich einen Freilauf, so dass ich sie ohne Motor auswickeln kann. Und falls ich den Heckträger mal nicht dabei habe und das nicht so vollgemüht ist wie sonst mein Auto, habe ich diese Idee hier mit einer Leiter. Hier kommt die Wildwanne rauf und dann kann ich einfach mit der Seilwinde das Ganze hochziehen. Ich packe die Leiter mal weg, mache das mal hier wieder rein. Wichtig, wieder ausmachen. Das ist natürlich etwas, was ich ganz, ganz selten brauchen werde, aber ich habe es. Und lieber haben als brauchen, habe ich mir gedacht, und deswegen habe ich mir das einbauen lassen. Was ich mir auch einbauen lassen habe, ist hier diese Konsole. Und zwar, das Zweitbatterie ermöglicht hier die Strom für Licht. Und ich mache mal hier an und dann seht ihr schon etwas. Ich mache mal die Klappen zu. Ich habe hier Licht und das ist ganz witzig. Das ist auch von Steady, ist das Licht. Und dieses Licht kann man sogar noch verändern, und zwar in den Tönen. Wenn ich zum Beispiel im Wald bin und ich möchte etwas rot machen, damit das eben nicht so zu sehen ist, vielleicht nicht dieses Rosa, sondern richtiges Rot, dann habe ich die Möglichkeit, eben hier die Farbe zu verstellen. Das Gleiche natürlich auch ausschalten hier über die App oder eben dort an dem Schalter. Ich habe mir hier noch Strom legen lassen für den Scheinwerfer, für den Arbeitsscheinwerfer, den hatte ich ja vorher schon. So komme ich noch leichter ran und kann hier, wenn ich beim Aufbrechen bin oder so, mir Licht machen. Und ich habe hier auch die Möglichkeit, noch andere Sachen zu laden während der Fahrt, ob das die Drohne ist oder hier jetzt das Ortungshalsband, was ich zum Testen habe, da erzähle ich auch noch mal was drüber. Und hier sehe ich auch noch mal über eine Anzeige USB-Anschlüsse und den Strom, die Stromsumme quasi von der Zweitbatterie. Das kann ich darüber noch sehen. So habe ich ja viel Platz auf dem Ding. Ihr kennt das ja, ich habe ja sonst das Schubladensystem hier drin für die Kameras und so weiter. So sieht das aus, wenn das Ganze leer ist. Und jetzt zeige ich euch noch was ganz Besonderes. Ja, und jetzt zeige ich euch das, was ich so als mega Idee für mich hatte. Und zwar ein beleuchtetes Waffenfach zum Transport während der Fahrt. Auch beleuchtet natürlich, um auch schnell an Sachen ranzukommen, aber auch die Waffe während der Fahrt vernünftig sichern zu können und abschließbar sichern zu können. Hier habe ich jetzt natürlich Schalldämpfer drin, Vorsatzgerät, Munition, die Handschuhe und die beiden Lichter, die ich dann eben über die App oder den Schalter ausstellen kann. Das ist eine einfache Gummihalterung, die Helix hier gut hält. Denkt dran, das ist natürlich begrenzt, hier kriege ich nicht jede Waffe rein, aber ohne Schalldämpfer passt die kurze Helix hier rein. Fand ich gut, wollte ich so haben. Hier kannst du dann die Waffe rausnehmen, Schalldämpfer rauf, Magazin rein, zuklappen leise, möglichst leise, Zielstock nehmen und nach der Jagd hier weiterarbeiten. Ist doch schon mal nicht schlecht. Geht natürlich weiter. Ich bin gespannt, was wir uns noch so einfallen lassen. Aber wir schauen mal. In diesem Sinne, Gruß und Waldmannsheil.